und leise, schnell und sparsam. Bei der Entwicklung neuer Flugzeuge kommt es heute mehr denn je auf Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit an. Dem neuen Flaggschiff der Lufthansa-Flotte gelingt es, trotz seiner beeindruckenden Ausmaße und einem maximalen Startgewicht von 550 Tonnen, leiser zu fliegen und den Treibstoffverbrauch niedrig zu halten. Nur rund 3 Liter Kerosin pro Passagier auf 100 Kilometern stehen zu Buche. Damit ist der spezifische Treibstoffverbrauch pro Sitz rund 13% geringer als bei seinen Vorgängern und anderen Langstreckenjets. Neben der Senkung des Treibstoffverbrauchs und der Reduzierung von CO2-Emissionen erreicht die neueste Motorentechnologie auch eine Senkung des Lärmpegels. Die Trent 900 Triebwerke von Rolls-Royce sind rund 30% leiser als vergleichbare Modelle. Beeindruckend ist aber auch die neue Superbremse des Airbus A380. Sie hat ein eingebautes Navigationsgerät, in dem alle Rollbahnkoordinaten von Flughäfen auf den Zentimeter genau gespeichert sind. Brake to the Cage, kurz BTV, heißt die Technologie. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine automatische Zielbremsung mit vorgewählter Abrollgeschwindigkeit. Damit wird exakt dort die Landung beendet, wo das Flugzeug auf die Landebahn verlässt. Durch den optimierten Landevorgang wird der gesamte Ablauf gerade an großen, dicht beflogenen Flughäfen optimiert.